Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir waren jetzt mal kurz den Mistabfuhr vorbereiten und auch durchführen. Und dann werden wir erstmal sehen, dass wir Einladung Mist zur BGH bringen. So eine kleine, ne? So mit dem LKW nachher. LKW, wo ist der LKW überhaupt? Am Viehanhänger. Wir hatten ja schon den Tiere geholt. Wir werden mal jetzt das und das hinstellen und dann gleich verarbeiten. Ne? Die BGH freut sich. Der Strommast ist gut. Das finde ich bombastisch. Also gut. Aber gut, das ist nicht so schlimm. So, einsteigen, einklappen und dann fahren wir. Motorstart natürlich. Aber gut, dass es das Förderbandsystem gibt, sonst hätten wir alles mit der Fräse machen müssen, zum Beispiel. Wäre auch gegangen. Oder mit einem Radlader. Und das ist dann schon ein bisschen mühsam. Okay, mit einem großen, ne? Geht's auch, aber. So, das nächste. Oh, das ist Motor noch an. So. Cool, ne? Wir sind wir nach rechts fahren. Ah, das passt schon so. So. Jetzt fahren wir hoch mit der Kurve, ne? Mal rechts haben wir eine Maus, aber egal. Jetzt holen wir den LKW und werden gleich unterfahren. Dann kann er sich schon mal freuen. Eine Ladung Mist. Tag Kuh. Seid fruchtbar und mehret euch, sagt euch du. Leer? Leer. Vergessen wir eine Katastrophe. Die Tiere würden sterben. Dann müssen wir gleich einen Anhänger wieder holen, ne? Den roten. Gasernte müssen wir vorbereiten. Da überlege ich auch, ob wir da nicht die Fahrzeuge, die aktuell düngen. Zumindest zwei. Einer von denen. Und der andere auch. Dass wir da im Prinzip Mäh wegkaufen. Und dann kaufen wir uns einen großen Schwadder. Beziehungsweise wir noch Mods besorgen, die dann entsprechend groß sind. Aber original. Und da haben wir ja von Klaas. Wie breit ist das denn gegen 10 Meter? Lilly 9. Pöttinger 48. Und das ist hier mit 10 Meter, ne? Mit Schwatt. Muss ich überlegen, ne? Oder die harte Tour, den hier, der macht hier bei 13 Meter und der macht mal 9. Dann können wir den Krone nehmen, ausleihen und dann komplett so mähen, dass wir, als wenn wir zwei mähen würden. Wir würden aber erstmal eine Bahn machen und dann im Anschluss die zweite Bahn. Und dann könnten wir mit normalen System mit zwei Bahnen Ballen pressen. So will ich das machen. Aber ich muss mal warten, bis es richtig reif ist. Also mieten kostet ja Geld. Und deswegen bin ich meiner Meinung, dass wir erstmal
Zumindest warten, bis es durch ist, ne? Aber wir können ja schon mal irgendwie, ja, drehen, ne? Um Traktor herum. Fahre ich jetzt nicht fest. Wenn es hoch genug ist, ist gut. Wenn es so tief ist, ist schlecht. Aber das passt. Ja, wir haben Mist, ne? Wie viel? Hm, ne, wie alt ist? 36.000. Wir haben auch Milch. Aber kein. Aber die Milch brauchen wir nicht fahren, ein bisschen scheiße, ne? So, die anderen Fahrzeuge sind fleißig bei. Der ist eine Runde geschafft. Der ist auch mit durch. Und der kann gleich hier. Wer hat eine Rücktrübe? Achso, da. Wem meint er jetzt da? T9? Ah, nee, unser Gruppermeister. Wer hat ihn gerade erreicht? Wir fahren jetzt schnell zur Feldnummer 42, da wo unser Weizen ist, und dann werden wir da gleich düngen und dann werden wir gleich das nächste Feld nehmen und die Aussaat Sonnenblumen auf Feldnummer 12 vornehmen. Dessen kann der schon mal düngen auf Feldnummer 42 und da sind wir durch mit Düngen. Dann haben wir noch Feldnummer, ja, links, da oben noch. Der Rest wird wohl nichts werden, ne? Also dann werden wir gleich mit dem Dünger arbeiten. Das dauert dann doch ein bisschen so lange mit Gärreste, weil die Wege immer weiter werden. Da werden wir gleich hier mit Dünger arbeiten. Das machen wir dann gleich, weil dann werden wir gleich in Gruppe hierher fahren, ne? Da kennen wir nichts. Kurze Planänderung. So. Wollen wir nichts verschenken hier. Wenn der ist auch bald fertig, dann kann er hierher und ja, der muss hier noch entsprechend noch tun und dann können wir hier schon mal Gruppe. So. Morgen Glück haben, haben wir alles fertig und dann können wir morgen alle Ruhe die Bullen verkaufen. Dann haben wir das Geld auch für die Mähtechnik. Denn die Bullen, die werden nicht mehr groß zulegen. Die werden jetzt ihr Gewicht behalten und dann produzieren sie am besten Fall noch Gülle und das ist dann vom Verdienen zu wenig, ne? Anführungszeichen, ne? So, mal kurz gucken rein, ein Plan für Seasons, ob jetzt Sonnenblumen geht. So. Sonnenblumen. Was ist das denn Quatsch? Raps bei 11 Grad. Nee, ne. Also nur im Herbst auch sehen? Ja, zum ersten Mal. Also nicht im Frühjahr auch sehen, Raps. Na gut, ich mach's jetzt nicht vor, aber. Das ist aber auch. Puh.
könnte was zusammenhängen, dann das Rapsgetränke erstmal, weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ob das eine zweijährige Pflanze ist oder so, weiß ich nicht genau. Ich weiß es gar nicht, ob das deswegen, dass sie erst im Herbst wachsen muss, damit er im Frühjahr, er gibt ja nicht ab, wächst ja weiter. Gut, dass ihr nicht unser Problem seid. Weil wir werden jetzt wie Sonnenblumen aussehen, das geht jetzt schon. So. Kurzgenerierung. Vorgewende 1. Noch ein bisschen kleiner. Müsste eigentlich gut funktionieren. Obwohl, ja, es ist 2. Er hat das Wendenproblem mit dem Wenden noch ein Problem. Weil er keinen Platz hat. Ja, so ist besser. Und hier stellt sich die Frage, würde er auch kuppeln oder? Oder kommt er ohne aus? Na, er kuppelt vorher nicht. Gut. Dann muss der wachsen, dann können wir mal düngen. Oh, du bist auf Feld Nummer 42 kuppeln. Aber schon Stress, ne? So ist der Frühling, ne? Aussaat, Kuppeln, Düngen, immer voll zu tun. Normalerweise Unkrautbekämpfung kommt auch noch hinzu. Kann passieren. Gras steht bald an, ne? Gras wird bald kommen. Naja, mit 1 ist das schon ganz gut, ne? Aber da sind wir noch schneller als mit 2. Wenn wir jetzt auf 5 laufen würden, dann müssten wir im Prinzip jeden Tag auf 5 laufen lassen und wäre irgendwann der Punkt erreicht, wo wir sagen würden, oh, shit. Das dauert aber lange, ne? So, gut. Wie gesagt, eine Krone nehmen und dann mit insgesamt zwei, also einen Kurs so machen, als wenn wir mit 2 Geräten arbeiten würden. Und dann entsprechend zulegen. Muss man gleich die Folgen sehen, nicht zu viel machen. Ja, zu viel, Anführungszeichen, ne? Will immer aktuell bleiben, wenn man zu viel macht, ist auch ungünstig. Aber bei 7DCD bin ich bald dabei und sage, okay, eine Folge doch reicht. Weil ich aktuell jetzt den Vorsprung faktisch abgearbeitet habe und somit könnte ich auf 7 Folgen pro Woche zurückgreifen. Muss ich mir mal gucken und durchzählen. 7 Folgen würde ich morgen hochladen. Heißt morgen für mich Montag. Weil die 7 Folgen fehlen noch bis Freitag. Also Dienstag noch eine und dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag die 2. Und dann ab Samstag könnte ich mir gut vorstellen, machst du jetzt nur eine pro Tag und dann wäre das die Folgen, die ich jetzt gerade jetzt gestern oder heute bearbeitet habe, dann hatte ich da die Woche jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe. Aber wiederum habe ich oft abends mal Lust, eine Stunde oder zwei zu spielen. Dann ist es doch ein paar mehr. LS lohnt sich dann nicht anzufangen. Da muss ich immer so drin sein, im Rhythmus und so. Jede neue, immer eine Stunde anfangen mit einer Folge, die ganzen Fahrer losschicken und so. Ist auf Dauer und dauert extrem lange und hält dann entsprechend auf. Ne? So, wir haben mal ganz kurz Kursgenerierung. Das machen wir noch. Kopieren nicht. Kurs generieren. Auf Feld 41, 2 Vorgewände, 18 Meter, mal ein bisschen kleiner. Generieren mal ganz kurz. Dann zurück.
und einstellen. Der Dünger 40 wird sicherlich vorankommen, hoffe ich mal. Und dann sehen wir weiter. So, was sehen wir so? Was sehen wir nachher? Das ist jetzt so blöd, immer aufpassen hier. So, Sonnenblumen wird ausgesehen. Das sieht gut aus. Hier ist er auch bei. Der fährt jetzt wieder zurück. Wird auch noch fertig werden heute. Dünger sieht auch gut aus. Der ist fast fertig. Dann gehen wir gleich auf 42. Und hier, wie gesagt, müssen wir mal gucken, ob wir da. Entweder ich leihe mir zwei Fahrzeuge aus oder. Hier können wir ganz kurz umstellen auf. Ja, die erste Spur hat er schon geschafft. Ja gut. Die erste Reihe. An der Ecken tun sie immer schwer. Also das ist mir ungünstig, ne? Aber gut. Unser Mist. Da wäre noch ein Traktor frei. So, hat er Mist leer? Hat er. Jetzt kriegt die BGH mal ein bisschen Scheiße. Ist schon was, ne? Also, dass ein bisschen Geld reinkommt. Also, jetzt haben wir so ich denke, jetzt einen halben Tag gelaufen gehabt, also über Nachtprinzip. Mal sehen, was dann zusammenkommt, ne? Könnten wir noch ein bisschen Gülle fahren zur Not. Also Gülle müssen wir wiederum Fahrzeug haben. Haben wir nicht. Was anzeigt? Das zeigt er an. Aha, okay. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein Klacks, ne? Also mengenmäßig gesehen. Aber ist halt, einer fertig. Ist ja auch, wie soll ich sagen, überschaubar die Menge, die wir zurzeit haben, ne? So, unser anderes Fahrzeug. Muss da Kalk rein? Ne, ist geflügt. Ich bekam gerade einen Schreck. Ich dachte schon, jetzt müssen wir noch kalken. Das wäre ja. Ja, schlecht. Schlecht wäre es nicht, aber ist halt so, ne? Macht mehr Arbeit, ne? Muss ja nicht sein, ne? So. So, liebe Schauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich bin da. Ihr auch? Tschüss.